Guten Morgen, wir sind auferstanden. Oder nee, nicht ganz. Wir wurden geweckt. Und zwar erstens von ein paar Leuten, die hier zum Bus hingelaufen sind. Die haben dann hier gewartet. Aber die konnten hier nicht rein, weil wir sind hier. Wir haben hier gepennt. Und eben gerade kam die Polizei hier vorbei und hat uns nach Ausweisen gefragt und was wir hier machen. Und die waren auf jeden Fall ganz freundlich gewesen. Und ja, also keine, wie heißt das Ding? Also wir wurden jetzt nicht weggeschickt oder sowas, aber wir werden jetzt trotzdem so langsam zusammenpacken und noch mal Kaffee machen, ganz in Ruhe und dann weiter zu gelaufen. Koffein ist fertig. Ja, kann ich jedes Mal immer wieder erneut sagen. Kaffee draußen oder in der Natur zu saufen ist geil. Hier, das ist Wasser von Nico. Er möchte für sich hier Frühstück machen. Guck mal, eben gerade waren da gerade Blasen, aber das Feuer ist ausgegangen. Das heißt, das Wasser ist genauso fertig wie mein Kopf. Jetzt kannst du es hier reinstellen. Ich glaube, wie unser aller Kopf gerade. Also alle Köpfe von uns sind gerade fertig. Und jetzt einmal gleich umrühren, dann 5 Minuten warten und dann fertig. Oh Scheiße, das hier, das ist der letzte Rest Wasser, was ich noch hier habe. Das heißt, wenn wir jetzt gleich starten, müssen wir unbedingt irgendwas finden, wo man Wasser herbekommt. Keine Ahnung, irgend so ein Geschäft oder Toilette oder Friedhof oder Fluss oder sowas, wo wir Wasser holen können zum Trinken und so. Das nervt uns. Mit Wassermangel ist immer schlecht. So, die Sachen sind gepackt, Zähne sind gewaschen, Kaffee ist getrunken. Wir haben noch ein bisschen rumgesessen hier. Und jetzt, Wanderung, Tag 3, Start kommt. Wir laufen jetzt erstmal nach Richtung Lemgo oder wie das heißt. Das sollte vielleicht, keine Ahnung, 10 Kilometer entfernt sein oder so. Wir sind gestartet. Jetzt laufen wir nach Richtung Lemgo. Und guck mal, das ist schon wieder so eine nervige Straße ohne Fußweg. Ich bin sehr gespannt drauf, ob wir gleich angefahren werden. Und guck mal. Guck mal hier. Wir laufen durch so ein Gebiet, wo hier diese Viecher mit den Hörnern auf dem Kopf drauf rumlaufen. Ich bin sehr gespannt drauf, ob die gleich von der Seite kommen und uns irgendwie mit diesen Hörnern beschädigen tun. Guck mal, ich möchte euch Hügellandschaft zeigen. Es ist da hinten. Hier laufen ganz viele nervige Fahrzeuge rum. Die stören irgendwie. Oder es geht eigentlich, aber trotzdem stören die. Die müssen hier weg. Die müssen hier richtig weg. Die sollen uns in Ruhe lassen, diese Fahrzeuge.
Fahrzeuge nerven uns. Noch 7 Kilometer, dann haben wir Lemgo erreicht. Das heißt doch vielleicht so ungefähr 1,5 Stunden laufen. Also sind wir da angekommen. Und da gibt's hier, ich glaube Supermärkte oder wie das heißt. Oder sowas. So in der Art. Da können wir hier Wasser und sowas kaufen gehen. Wasser trinken. Und ich habe voll Bock auf eine Kleinigkeit zu fressen. Irgendwie so ein Döner oder ein Burger oder sowas. Wäre voll cool. Guck mal, hier vorne geht Kurviger Berg ab. Und genau da, wo der Bus hier lang fährt, da müssen wir jetzt auch lang. Dieser Bus, der hat uns nämlich eben gerade genervt. Der ist eben gerade hier durch die Kurve gefahren. Ja. Man läuft hier durch, wie heißt das Ding nochmal? Durch genau dadurch, wo die ganzen nervigen Autos uns nerven. Und wo das hier so kurvig ist. Das ist störend. Und da hinten, da ist noch mehr Kurve, sodass man so schlecht um die Ecke gucken kann. Kurze Bierpower-Unterbrechung. Ich grüße dich, Flatti. Vielen Dank für die 12-monatige Stufe 3 Premium-Kanalmitgliedschaft. Du bist der zweite Kanalmitglied, der so lange dabei ist. Vielen Dank für deine Treue. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Urinfarbige Papiere gefunden. Wir laufen jetzt nicht mehr diese nervige Straße mit den Fahrzeugen und sowas, die uns die ganze Zeit nerven ohne Fußweg. Sondern hier. Wir laufen jetzt nach da lang, weil da steht drauf 5,7 Kilometer bis Lemgo. Also diese Ortschaft, wo wir dann später Wasser und sowas holen können. Deswegen laufen wir nach da lang. Erstmal Brotpause. Nico hat schon wieder ein Rad ab. Das da drüben, das ist kein Lemgo. Das ist was anderes. Keine Ahnung, wie diese Ortschaft da vorne heißt. Wir laufen gerade durch diese Ortschaft durch, wo wir keine Ahnung haben, wie diese Ortschaft heißt. Genau durch diese Ortschaft laufen wir gerade durch. Regelfarbene Blätter. Die Ortschaft, wo wir den Namen nicht wussten, wie diese Ortschaft heißt, heißt genauso wie was da drauf steht. Wir sind gerade schon wieder durch eine Ortschaft durchgelaufen und die heißt Lürdissen. Es ist noch 3 Kilometer bis Lemgo. Wir sind gleich in Lemgo angekommen. Und wisst ihr warum? Weil wir das Ortsschild schon sehen. Guck mal, da drüben. Da steht Lemgo drauf. Wir haben Lemgo erreicht. Erfolgreich. Und in dieser Ortschaft sollte es Geschäfte geben und sowas. Wo wir einkaufen können. Und Nico hat Bock auf Döner. Vielleicht treffen wir gleich einen Dönerladen. Dann werden wir dort Döner essen gehen. Wir machen hier ganz kurz Pause. Und hier, das habe ich noch gar nicht erzählt gehabt. Und zwar Nico. Er hat schon wieder Blasen. Schon seit gestern Abend oder so. Der hat schon wieder Blasen im Fuß. Aber diesmal tust du dich weh. Also ja. Nicht so.
das geht voll für diesmal. Die sind nicht so dick wie letztes Mal. Ja, dann mach mal. Dann mach die mal richtig fett. Die sollen raus, da soll Flüssigkeit rausspritzen. Ach. So wie so eine ausgedrückte Pickel. Das muss richtig fließen. Da muss richtig Fluss rein. Ein See in der Socke. Ja. Dann hopp. Guck mal, wir haben hier einen Friedhof gefunden. Und Friedhof hat normalerweise sauberes Wasser. Und hier, ich werde dir die ganzen Wasserflaschen auffüllen. Und ich habe hier ein Wasserhahn gefunden. Genau hier. Das heißt, wir werden hier Friedhofswasser trinken. Das Wasser wird aufgefüllt. Ja, das Wasser schmeckt auf jeden Fall okay. Und guck mal. Ich habe jetzt diese ganzen Wasserflaschen hier aufgefüllt. Jetzt werde ich mit diesen aufgefüllten Wasserflaschen wieder zurückkehren zu den anderen, die auf meinem Wagen aufpassen. Die Wasserflaschen sind eingepackt und jetzt weiter zu gelaufen. Nach, keine Ahnung, vielleicht Netto oder sowas. Oder Dönerladen. Irgendwie so. Ja, wir haben Nieto gefunden. Hier werden wir erstmal eine Runde einkaufen gehen. Wir haben eingekauft. Genau, alle zusammen eingekauft. Und ich gönne mir erstmal eine Banane. Erstmal erstes Bier für heute trinken. Zum Bier trinken. Wir haben alle Sachen eingepackt und jetzt weiter zu gelaufen. So nach Richtung nächster Dönerladen oder so. Wir haben hier vorne einen Dönerladen gefunden und jetzt werden wir erstmal eine Runde Döner kaufen gehen. So, wir haben bestellt. Nico hat sich einen vegetarischen Döner geholt. Mein Bruder hat Pommes-Döner geholt und ich hatte irgendwie Bock drauf auf Cheeseburger mit Pommes. Und jetzt laufen wir damit zum Bahnhof oder so und dort werden wir fressen. Guck mal, da hinten, da ist Bahnhof. Da werden wir uns gleich hinsetzen. Und schön essen. Das in uns reinmachen. Ganz. Toll, zu den Pommes habe ich Mayonnaise bestellt und das haben sie nicht reingepackt. Das ist voll scheiße. Richtig widerlich. Die Pommes, die haben, naja, geht so geschmeckt. So weiß ich auch nicht, so. Also gut, ich habe schon mal Pommes gegessen, die noch viel, viel beschissener geschmeckt haben. Aber die waren irgendwie so ein bisschen lasch gewesen. Und guck mal, hier mein Cheeseburger, der sieht richtig billig aus, mit schwarzen Flecken da drauf. Und hier, das sieht so zusammengepuncht aus irgendwie. Als ob das so ein richtiger Billig-Cheeseburger-Hersteller wäre. Diesen werde ich jetzt probieren. Naja, das schmeckt. Das schmeckt geht so. Aber ich habe es mir ein bisschen schlechter vorgestellt, wie das da ausgesehen hat. Aber trotzdem, das schmeckt geht so lecker. Also haut mich jetzt nicht von Hocker. Aber die Hamburger Soße da drin finde ich gut. Das schmeckt irgendwie so ähnlich wie Hotdog.
So. Wir sind drin. So. Achtung, Tür schief. Bielefeld angekommen. Ja. Er war da mit Einkaufswagen. Ich war noch nie in Bielefeld gewesen. Ich auch nicht. Ich auch noch nicht. Und geil. Das hier haben wir, weiß nicht, halbe Stunde. Untere Ebene. Und, genau. Geil. Das heißt gleich ein Wartebier trinken. So. Erstmal ein Wartebier. Auf darauf, dass es eine halbe Stunde dauert, bis unser Zug kommt. Der Zug, der steht hier schon und wartet auf uns. Jetzt hier, jetzt werden wir hier eindringen. So, wir sind hier in Umsteigbahnhof Hannover angekommen. Und ich fahre gleich, keine Ahnung, halbe Stunde später oder so mit Nico weiter. Ja. Aber mein Bruder fährt einen anderen Zug. So, wir sind hier auf diesem Gleis, wo gleich sein Zug hier fährt. Und ihr sollt mal auf seinen Kanal drauf schauen. Er hat die Tour auch dokumentiert. Würde mich sehr freuen. Das verpflichte ich euch, aber so richtig. Das müsst ihr unbedingt machen. Weil das ist mein Bruder. Ja. Hau rein. Hat mich gefreut. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, auch. Müssen wir auf jeden Fall noch viel öfter wiederholen auf jeden und so weiter. 20:20 Uhr von Gleis 12. Gerin hauen. Der ranzige Zug von dran geschoben. Jetzt werden wir da einsteigen und erstmal nach Bremen hinfahren. So, wir sind in Bremen Hauptbahnhof angekommen und wir laufen jetzt zu seinen Gleisen. Wir sind gerade hier auf diesem Bahnsteig, wo sein Zug gleich fährt. Und ich schenke Ihnen hier mein Wurfzelt, den ich sonst immer benutze. Weil ein Top-Supporter von mir hat mir ein neues Wurfzelt übergeben gehabt. Das werde ich dann irgendwann auf einer anderen Tour irgendwann mal austesten. Der sollte besser sein als dieser hier, als mein alter. Und deswegen werde ich jetzt meinen Wagen hier loslassen. Und dieses. Und mein Wurfzelt übergeben. Dankeschön. Weil Nico hat kein Wurfzelt. Jetzt habe ich eigentlich eins. Voll nice. Ja. Yeah. Kann ich gut zum Campen für andere Tage auch benutzen. Ja, yeah. Dankeschön. Freue mich sehr. Kein Problem. Ja, und wir müssen uns jetzt gleich auch leider verabschieden. Ja. Yeah. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Yeah. Wiederholungsbedarf. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns nächstes Mal. So, ich habe jetzt Gleis gewechselt, ich bin jetzt bei meinem Gleis und hier, der Zug, der kommt hier schon angerollt. Ich werde hier einsteigen und jetzt nach Bremen jeweils Brücken fahren. Ich bin in Bremen Seewaldsbrück angekommen und jetzt werde ich von hier aus nach Hause laufen. Ich bin von Bahnhof Seewaldsbrück ausgelaufen und jetzt laufe ich die letzten etwas weniger wie 2 Kilometer, bis ich dann zu Hause angekommen bin. Und diese 2 Kilometer track ich jetzt nicht extra, aber das rechne ich oben drauf, genau. Also von daher würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Bis gleich. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe gerade Duschen gemacht und ich werde jetzt eine Runde was zum Essen kochen.
So, mein Fressen ist fertig. Diese Fahrzeuge hier, die hier drunter durchfahren, die machen hier diese ganz vielen Abgasen und sowas. Dieser voll alt Gebäude, der sieht so alt aus. Und wisst ihr, warum der so alt aussieht? Weil der so alt aussieht. Guckt euch mal an, wie viel Fett diese Vogelscheuche da vorne hat.